Hallo Leute, heute schauen wir uns ein Video an von jemandem, den wir uns noch nie ein Video angeschaut haben, zusammen zumindest, ich privat schon. Und zwar von dem Kanal von Jules oder Julis, ich glaube ja Jules. Und zwar das neueste Video, die Kunst des Internet-Raids. Jules macht so krasse zusammengekattete Sachen und so und erzählt so meistens so historische Sachen aus dem Internet. So fasst Sachen zusammen aus der Vergangenheit zum Beispiel. Deswegen schauen wir uns mal an, lasst einen Muck da, wenn ihr mehr davon wollt. Let's go, rein da. Das hier ist Josh. Es war ein regnerischer Morgen. Hi Josh. Wo in Amerika. Er nahm seine ganze Kraft zusammen und erstellte eine Facebook-Gruppe mit 8 anderen Joshes. Ihr fragt euch wahrscheinlich. Die Sache hat mein Vater auch mal gemacht. Mein Vater hat auch mal Facebook für sich entdeckt, hat eine Facebook-Gruppe aufgemacht, die alle meinen Nachnamen auch hatten, also von meiner Familie den Nachnamen, hat alle eingeladen, die denselben Nachnamen hatten. Und darüber habe ich tatsächlich mal eine Freundin kennengelernt, die war noch zusammen für ein paar Monate und sowas. Aber es war richtig weird. Wir waren auf keinen Fall verwandt, wir haben es überprüft und so weiter, ne? Aber wir hatten denselben Nachnamen, aber es war richtig komisch. Aber ja, wir sind auf jeden Fall safe nicht verwandt gewesen. Aber es war trotzdem eine sehr wilde Idee so. Also ich kann es euch auch empfehlen. Ich glaube sogar hier in meiner Stadt, wo ich jetzt gerade wohne, gibt es auch welche mit demselben Nachnamen wie ich. Aber ich glaube, hier in dem Fall könnten wir verwandt sein, deswegen halte ich mich Abstand von denen. Wie das klingt. Aber weil meine Großeltern kommen auch von hier. Deswegen kann schon gut sein, dass da irgendwo sich mal was abgespalten hat. Irgendwo ganz ferner, irgendwie, weil selber Nachname ist auch kein, ist auch kein, ist, ist ein, ist ein, ist, ja gut, der Name ist eigentlich schon bekannt, dass jeder könnte den Nachnamen haben. Ist jetzt so nicht wie Schmidt und Müller eigentlich. Na, okay. Aber trotzdem, irgendwie finde ich sowas spannend, irgendwie so eine selbe Gruppe aufzuhaben. Wahrscheinlich, warum ich euch alle hier versammelt habe. In exakt einem Jahr werden wir uns an diesen Koordinaten treffen. Wir werden kämpfen und wer auch immer. War das nicht gerade die Karte von Skyrim? Ja, es ist Skyrim sogar. Whiterun. Ja, es ist Solitude. Ja, es ist Skyrim. Perfekt. Koordinaten treffen. Wir werden kämpfen und wer auch immer gewinnt, darf als einziger den Namen Josh behalten. Ihr habt ein Jahr, um euch vorzubereiten. Viel Yo, Glück. was? Und so trainierten alle Joshes. Hä, das ist doch richtig, was, als ob die dann trainiert haben. Ich hätte auch furchtbar Schiss, dass sie mich finden. Ein Jahr lang für den finalen Josh-Kampf. Die heilige Ja. Botschaft, oder eher gesagt der Screenshot aus dem Facebook-Chat, verbreitete sich währenddessen auf Reddit. Und lustige Meme-Bilder wurden über den bevorstehenden Josh-Kampf gepostet. Josh, Josh, Josh. Und ein Jahr später fand der Kampf der Joshes dann tatsächlich statt. Wirklich? Nur halt eben mit Poolnudeln. Josh is from all over. Was? Wirklich? Hä? Mit Poolnudeln? Wie geil ist das denn? Voll nice Idee. Hätten wir vor allem mal das machen sollen. Rather than a circle to compete in a noodle fight. Angetreten zum Kampf Noodle sind fight. Big Josh. Obi Josh Kenobi. Spider Spider Josh. Josh. Ja. Aber guck mal, der hat Spider-Man Cosplay-Kostüm an und der kann noch krasse Stunts machen. Ja, das ist ja doppelt cool. Römer Josh. Sir Josh. Okay, also erstmal kämpfen. Vor allem so plus 10 Strength und sowas, Dexterity. Und wow, diese Fight-Chart hier. Wow, voll gut zuordnen kann man das dann. kämpfte Josh gegen Josh und der Gewinner kämpft dann gegen Josh. Einer der Josh kam zum Josh-Kampf mit sehr fortgeschrittener Technologie. Oh, Und diese yo. zwei Josh haben das bekannte Spider-Man-Meme nachgestellt. Und ein Josh hat ziemlich übel abbekommen. They're beating the shit out of him. Und man darf natürlich nicht Nein, Josh, so mein Lieblings-Josh. die wahren Helden mit den Schildern und T-Shirts vergessen. Among Us. Und gewonnen hat dann schließlich dieser kleine vierjährige Little Josh. Ja, natürlich. Little Josh. Und mehrere. Und jetzt müssen die anderen ihren Namen oder aberkennen oder was? Die haben 20.000 Euro bekommen? Dollar? Was? 1000 Euro wurden gespendet und die anderen Joshes, die verloren haben, mussten danach ihren Namen abgeben und irrten für immer umher als verlorene, namenlose Seele. Ja, die Zombies aus Zelda, oder? Weiß ich nicht. Aber geil, namenlose Zombies. Die müssen alle gemeinsam zum Amt gehen und sich einen Namen ändern lassen, ne? Kollektiv auf jeden Fall. Aber was für ein cooles Event, so. Das tut keinem weh, außer wenn du so ein Poolnudel ins Auge bekommst, ne? Aber sonst ist eigentlich voll cool. Oder so ähnlich. Oder nehmen wir die Story von Melty Roberts. Er erstellte 2019 das Facebook-Event Storm Area 51. Sie können uns nicht alle kenne aufhalten. ich Mit der auch. Beschreibung, wenn wir den Naruto-Run machen, sind wir schneller als deren Patronenkugel. Lasst uns die Alien. Das ist gerade richtig auch schief gehen, ne? Also, das hätte auch richtig schief gehen können, aber ich habe davon auch mitbekommen, ja.
Aliens sehen. Eventuell wurde dann das ganze Internet darauf aufmerksam. Und so wurden Pläne geschmiedet, um in Area 51 zu kommen. Okay, also die Naruto Runner kommt vom Westen, die verrückten Karens mit dem Monster Energy Buff kommen vom Norden, der Fortnite-Bus fliegt von hier nach hier und Taylor Swift Fanboys dienen als Menschenschild für die Patronen. Somit können sich die anderen dann von der Seite reinschleichen. Aber vergiss. Als menschliches Schild. Also, alles klar. Bloß nicht eure Betten drumherum zu platzieren, damit ihr respawnen könnt. Und das Ganze wurde durch die zahlreichen Medien, die darüber berichteten, nicht gerade wenig bestärkt. Everyone who is something is gonna raid Area 51. Damals habe ich sogar noch PewDiePie geguckt regelmäßig, bevor er seinen Rückgang quasi angekündigt hat, seine Rente oder seine Vlogs noch macht. Da habe ich noch geguckt, da hat er ein Meme-Review gemacht, da gab es auch noch dieses Area 51-Raid, das weiß ich auch noch ganz genau. Und schließlich ein Foto geleakt wurde, wie die offizielle Air Force ein Briefing bekam, was denn Naruto Running sei, war es klar. Die Lage ist ernster als gedacht. Und so wurde fleißig für den Raid trainiert. Anime-Weeps und Redditor stehten, dass die Aliens mitnehmen können, dann, wenn sie die rausholen. Körper und teilten die Nachrichten der ganzen Welt und waren bereit, Alien Booty zu sehen. Und endlich. Alien Booty von SpongeBob. Gut, SpongeBob ist irgendwie auch ein Alien, ne? Ist irgendwie fast krass, diese Story, dass in Bikini Bottom das Bikini Bottom wirklich gibt und dort Atomwaffentests durchgeführt wurden und deswegen wahrscheinlich auch SpongeBob zu so einem lebenden Schwamm wurde, wegen Atomtests. Das finde ich irgendwie so, wenn man das im Hintergrund behält, irgendwie voll spannend, irgendwie so die Geschichte. Aber ich will nochmal gerade diese Fusion hier sehen zwischen Master Chief, ein Lichtschwert, Laserschwert, Thanos Infinity Gauntlet, dann noch Yu-Gi-Oh! In der Hand den Fallout, Fallout Boy von Fallout im Game. Und dann vorne ist von Mega Man die Waffe, oder zum Schießen? Oder ist die Portal Gun? Nee, ist die Portal Gun hier vorne dran. Ist die Portal Gun. Alter, was, wie viele? Also, ich bin schon richtiger Nerd, dass ich das alles zuordnen konnte gerade, dass ich das überhaupt kenne, alles hier. Gut, und hier natürlich Sailor Moon und ne? Ja. Aber krank. Bisschen wie auch bei Free Guy am Ende des Finale, wo auch mit Captain America Schild und Lichtschwert gekämpft hat. Ihre Körper und teilten die Nachrichten der ganzen Welt und waren bereit, Alien Booty zu sehen und endlich die geheimen Area 51 Gegenstände zu finden, wie zum Beispiel die Kraft. Ich muss aber sagen, dass die Edits halt von ihm halt richtig geil sind, von Jules, ne? Das muss ich ihm dazu sagen, das ist halt richtig nice. Burger Formel, die Half-Life 3 Fortsetzung oder die Socken, die regelmäßig von jedem verschwinden. Nun, der Ersteller vom Event bekam ziemlich schnell Panik. Falls hier nämlich wirklich jemand dabei drauf gehen sollte, kann das Ganze ziemlich übel enden. Und so. Ja, eben, ja, das meine ich auch. Und hier auch die White Run Guards, hier auch, die stehen dann direkt. Na hier, stop it, criminal scum. Und so machte man aus dem Raid in eine abgelegene Militärbasis mitten in der Wüste, wo angeblich Aliens versteckt sein sollen, ein Festival. To Thursday's Storm Area 51 Party. Und noch ein Festival und noch eins paar Kilometer weiter. Und ein paar mehr Alien-Memes und steigende Pornabsuchanfragen für den Begriff Aliens. Später kam... Okay, ganz so jeder Fetisch, jeder wie er mag, ne? ...schließlich zum Event. Es waren ca. 200 Leute vor Ort. Und ein paar Boys haben es sogar in die Medien geschafft. Allgemein kann man sagen... Das habe ich gesehen, den Clip mit jemandem, der Naruto gerade im Hintergrund war, das habe ich gesehen. Aber nur 200 dafür, dass Millionen gefeiert haben. Dann merkt man auch immer wieder, dass nur so 1 Million Klicks auf YouTube oder irgendwo anders nichts bedeuten, dass auch wirklich, dass Leute auch alle komplett dahinterstehen, noch mit dabei sind. Die Leute hatten eine ziemlich gute Zeit. Oh my gosh, no way. Wait. Doch welcher war eigentlich der erste richtig große Internet-Raid? Wir müssen zurück nach 2000. Ich würde fast sagen, solche Flash-Mobs, oder? Das war so die erste Zeit, wo es anfing. 14. Doch erstmal Werbung. Hätte er damals nur Panzer gehabt, dann hätte mein Großvater den Emu-Krieg gewinnen können. Hat da jemand Panzer gesagt? World of Tanks im Free-to- Ist das witzig, was ein Zufall. Ihr werdet wissen, was ich meine, wieso ich jetzt gerade lachen muss. Werdet ihr Sonntag sehen. Playspiel Church of Wanks kannst du nicht nur epische Panzerkämpfe gegen andere Spieler spielen, sondern außerdem deinen eigenen Teammate töten. Okay, wir müssen kurz ernst werden. Das ist Melissa. Melissa hat sich von ihrem Freund getrennt. Melissa, weil ich weiß, heißt sie Taylor, aber okay. Wollte endlich jemanden mit einem wirklich dicken Rohr. Gott sei Dank hat sie sich World of Tanks runtergeladen. Oh mein Gott, guckt euch diese fetten Rohre an. Es ist ein MMORPG DVD AMG Panzerkampfspiel für PC und jegliche andere Plattform. Oh nein, ich stecke in der Waschmaschine fest. Hätte ich nur einen 40-Tonnen Tiger 131 Panzer, der mich aus der Waschmaschine schießt. Oh, was ein super Glück auf der Linie. Alter, das ist so richtig weird. Alter, das ist ja komplett, what passiert hier gerade?
Link in der Videobeschreibung und hol dir als neuer Spieler den Excelsior. 250k Credits, drei andere Panzer und noch mehr Zeug, um dich besser zu fühlen als andere Spieler. Man kann sogar coole Sticker auf seine Panzer drauf machen in Raid Shadow World of Spiel. Ach man, ey. Dass sie das durchgehen lassen haben, dass er hier Raid reingenommen hat. Weil ich kenne die Briefings ja, Gerüchten zufolge, und ich glaube, da steht drin, dass man keinen anderen Firmennamen nennen darf. Er hat sich komplett genannt, ne? Er hat es ja durchgestrichen, aber ist cool. Ich finde ja cool, dass die Firmen sowas durchgehen lassen, ja. Wenn du Nacht nicht runtergeladen hast, werde ich in dein Haus einbrechen und all deine Zahnbürsten essen. World of Werbung Ende. 2014. Was? Die Zahnbürsten? Also ich habe noch nie so eine random Werbung gesehen wie die hier gerade, aber ich mag sie. Ein Stream geht live auf der damals noch weniger bekannten Seite namens Twitch.tv. Twitch plays Pokémon, steuert den Charakter über den Chat. Ein Stream mit null Zuschauern und im Spiel Pokémon Rot. Und dann fand ein 4chan-User schließlich den Stream. Dieser merkte, dass er das Spiel mit den Chat-Commands steuern kann. Er erstattete den anderen auf 4chan Bericht. Und so waren erstmals ein paar Leute im Chat und spielten gemeinsam Pokémon. Und hier wurde Tag 1 gemacht. Das ist wirklich voll nice, das ist wirklich voll geil. Das habe ich auch schon gesehen öfter mal, das haben so einige gemacht. Das ist wirklich eine geile Idee. Von Twitch Plays Pokémon. Aber erstmal hier ein kleiner Exkurs über das Internet. Memes werden irgendwann mal. Ah, oh, war mal der Human Centipede gerade gezeigt. Ach nee, eklig. Als Original Content geboren und für witzig befunden. Dieses Meme wird dann zu 99% erst auf 4chan gepostet oder verwendet. Ha, ich und die Boys. Und geht dann durch den Zyklus von jedem Meme. Und zwar, ein Meme ist witzig, ein Meme wird sehr beliebt. Es gibt viel zu viele Memes davon. Und am Ende wird es wieder gehasst, weil es zu Mainstream ist. Ja, kenne ich. Das Meme stirbt wieder aus. Du warst ein gutes Meme. Auf Wiedersehen. Das Meme wird dann zu Reddit weitergereicht. Oh, nach Reddit kriegt schließlich Twitter das Meme ab. Dann Tumblr. Dann Instagram. Was? 9gag ist hinter allen? Ich fand 9gag auch immer, ich hätte 9gag weiter vorne gesetzt. Fand ich jetzt jedenfalls. Ich habe früher sehr viel 9gag geguckt, ja. Aber hier 9gag hinter Facebook? Weiß ich nicht, fühle ich nicht so. Instagram, Facebook, 9gag, dann nochmal Facebook. Was? Und irgendwann lachen dann deine Großeltern darüber, weil der Joke in irgendeiner Talkshow oder Sitcom gezeigt wurde. Nein, sie haben Steuern hinterzogen. Aua, stopp! Das ist über die Jahre mit ziemlich vielen Memes passiert. Tepe, die Rage-Comics, das Rickroll sowie die Wojack-Bilder finden ihren Ursprung auf 4chan. Und auch wenn die Plattform heute nicht mehr das ist, was sie früher einmal war, wird das... Ja, aus vielen Gründen... Aber es wird sich alles ein bisschen verstreuen. Ne? Es ist alles schon mal da gewesen, alles irgendwie da. Hier ist gerade ein Trend, wieder weg. Kaum kommt Trends her, sind sie wieder weg. Erinnert euch noch an die Fidget Spinner-Trends von 2012-90? War mal ein Ding. Wollt ihr jetzt einen Fidget Spinner haben? Jetzt juckt die keiner mehr. Also es ist wirklich, es geht so schnell alles vorbei. Das meiste Internet-Gold zuerst von 4chan entdeckt. Der erste Tag verlief relativ ruhig. Leute spielten das Spiel zusammen, wählten Glumanda als Starter-Pokémon mit dem Namen ABBBBBBK Klammer auf und besiegten den ersten Arena-Leiter Brock. Der Charakter lief die meiste Zeit verwirrt im Kreis herum, lief gegen Wände, ging in Häuser rein, kam wieder raus und so weiter. Das wird uns Wochen brauchen. Und vielleicht... Nicht nur Wochen, wirklich. Aber wie macht er das denn eigentlich? Nimmt er dann, wenn jetzt fünf Leute da oben schreiben, einer statt unten, geht das nach oben? Ist dann die Summe daraus? Oder geht er dann fünfmal nach oben, einmal nach unten? Aber wenn es 1000 Leute zugucken, wird es ein bisschen schwieriger dann. Die Ahnung, wo das endet. Der Livestream verbreitete sich relativ schnell auf anderen Plattformen. Erst wurden es 1000, dann 3000 Zuschauer, die alle einen einzigen Pokémon-Rot-Charakter steuern. Schließlich wurde ein ganzes Subreddit erstellt und Reddit machte genau das, was Reddit am besten kann. Aus dem Event ganze Stories kreieren, das Ganze komplett strategisch durchplanen und das Spielgeschehen mit sehr viel Fanart dokumentieren. Noch ein paar Tage später und gefühlt 5 Millionen Artikel werden über Twitch Plays Pokémon geschrieben. Und wir sind schließlich bei 100.000 Zuschauern, die alle Kontrolle über einen... 100.000! Ach du Heiliger! 100.000 Leute! ...einzigen Ingame-Charakter haben. Hallo. Tschüss. Und dadurch entstanden ein paar interessante Situationen. In Pokémon gibt es zum Beispiel Kanten, die man nur einseitig passieren kann. Heißt also, sollte man einmal runterfallen, kann man nicht wieder hoch. Genau, an einer Stelle musste man 12 Schritte nach rechts gehen. Und sollte man auch nur ein... Oh nein, wenn man einmal da unten macht, muss man vorne anfangen. Das ist ja, als wäre die Stelle dafür gemacht worden, dass es gerade für solche Online-Playstings ist. Weil die Stelle, war nie schwierig für einen, ne? Wenn man nicht komplett... Legastheniker, komplett bekloppt ist, ne? Dann schafft man das ja easy, einmal durchzulaufen. Aber in so einem Modus, wo es online ist, dann ist es ja perfekt eigentlich so für Leute zu triggern. Einen Schritt nach unten machen, nun ja. Down. Ja. Down, down. Ach, es muss noch einmal jemand down schreiben, dann geht es automatisch nach unten oder was? Hä, wenn so viele Leute rechts schreiben, ist es schon zu viel? Wird es nicht genommen oder was?
Okay, Leute, es ist wirklich nicht mehr witzig. 13 Stunden hat es gebraucht, um 12 Schritte nach rechts zu gehen. Außerdem wollten Trolle die ganze Zeit den wertvollen Meisterball auf irgendwelche nutzlosen Pokémon werfen oder öffneten nonstop das Inventar, einfach um das Spielgeschehen einzufrieren und einfach, weil es so witzig ist. In einer Situation. Ja, das ist ja übelst nervig, diese Trolle wirklich, aber sie gibt es halt leider überall. Situation haben es Trolle geschafft, 12 wertvolle Pokémon für immer freizulassen. Auch das wurde natürlich im Reddit-Style mit sehr viel Fanart dokumentiert. Und letztendlich schaffte man es, wie auch immer, sich durch die letzten 6 Gegner zu kämpfen, die Pokémon mit 120.000 Zuschauern jeweils passend auszuwechseln, die perfekte Attacke auszuwählen und letztendlich den finalen Endboss. Ja gut, wenn die Summe, wenn wirklich dann die Summe gezählt wird, dann ist es ja wieder praktischer, ne? Wenn dann gemeinsam man stark ist. zu besiegen. Nach 28 Versuchen. Der Chat ist absolut ausgerastet. Und nach 16 Tagen und 7 Stunden fand eines der Internet-Events, welches Reddit... Hä, aber 16 Tage ist auch voll schnell. Also gut, durchgehen, ne? 24/7 durchgelaufen wahrscheinlich. Aber ist trotzdem richtig krass cool irgendwie, doch. Auch noch Jahre danach bringen sollte, schließlich sein Ende. Und das war tatsächlich für viele Leute auch der erste Zeitpunkt, an dem sie von Twitch gehört hatten. Und die Plattform hat dadurch nicht gerade wenig profitiert. Die Twitch Plays-Kategorie wurde gegründet. Mit Bangern wie zum Beispiel Twitch Plays Dark Souls. Ah, es gibt eine eigene Kategorie, da muss ich auch mal reinschauen. Hey, würde voll Bock machen, da auch mal zuzuschauen, wie Leute sich da schlagen und das machen. Hä, hey, ist voll nice. Von mir Dark Souls, wo so viele Variablen reinkommen, wo du auch einen Kampf hast, wo du im richtigen Moment richtig handeln musst. Wie auch immer man das geschafft hat. Fish Plays Pokémon Entertainment auf dem höchsten Level. Das kenne ich, aber den Fish Plays Pokémon habe ich mal auf TikTok gesehen, ja. So wie Twitch kontrolliert ein 50.000 Dollar Börsenportfolio. Nun, jo, ja, was? Gut. Doch 4chan kann. Ja, aber das ist wahrscheinlich nur ein Probedepot, ne? Kein richtiges Geld, glaube ich. Auch anders. Aber auch funny, wenn du Geld spendest in dieses Konto als Zuschauer und das dann so für den Dings wird. Aber dann gewinnt halt keiner, nur der Besitzer von dem Konto, aber wäre auch witzig. Shia LaBeouf, ja genau, der Shia LaBeouf, stellte 2017 einen Livestream mitten in New York auf. Gedacht als politische Kampagne, / Kunstprojekt mit dem Namen He Will Not Die Us. Eine festgeklebte Kamera sollte 4 Jahre lang bis zu der nächsten Präsidentschaftswahl livestreamen. He Will Not Die Us. Weil Kunst und Protest und so. Nun, was kann schon schiefgehen, wenn man Menschen vor 100.000... Ja, was ist, wenn die Kamera kaputt gemacht wird? Ich kann mir vorstellen, dass nachts einfach in Amerika immer jemand draufschießt. Also es gibt immer Deppen, die eine Waffe haben und draufballern einfach random. Denn an Livestream-Zuschauern eine Bühne gibt. Also erstmal wurden Pizzen hinbestellt. Dann fing Trolle in Real Life an, den Stream zu boykottieren. Und das Ganze machte ziemlich schnell Schlagzeilen. Und so wurde aus dem 4 Jahre langen Protest ein 4 Jahre langer Shitpost-Wettbewerb. Nein! Bitcoin! Oh Gottes Willen, ich will nicht in seinen Mund rein. Ich kann mir schon vorstellen, wie er riecht und ich will das nicht. Ey, das ist aber schon cool. Das muss ich sagen, das ist doch echt cool. Hat auch Spaß auch. Hey, das ist doch voll nice Aktion. Aber immerhin hat er keine draufgeschossen mit der Waffe. Finde ich auch wieder cool. In Amerika hätte ich gedacht, das wäre das Erste, was machen würden. Das Ganze wurde schließlich ein bisschen kontroverser. Hä? Warum kamen die jetzt in den Knast rein? Warum wurden die jetzt abgeführt? Was haben die gemacht? Hey, what's up? Bang, bang. Hitler did nothing wrong. Und so wurde der Stream... Also sowas, auch wenn es lustig gemeint war, geht aber, finde ich, gar nicht so. Das ist... Nee. ...stream woanders hin verlegt. Leute haben ihn gefunden. Und dann hat jemand Graffiti drüber gesprüht. Dann. Ja, siehst du, okay, musste ja irgendwann anfangen, dass jemand Graffiti drauf sprüht, ne? War ja irgendwie klar. Und vor allem, wie soll er nicht finden, dass da eine Kamera da steht? Wie soll das nicht herausfinden, wenn die es am Stream sehen können, wo die steht? Kam Shia LaBeouf auf die geniale Idee, irgendwo eine Flagge mit der Aufschrift zu streamen, an einer Secret Location. Keine Chance zum Trollen, keine Leute mehr, die irgendetwas in die Kamera riefen. Für die nächsten 4 Jahre. Doch 4chan konnte sich damit nicht zufrieden geben. Die Flagge... Haben die irgendwie an den Wolken herausfinden können, wo die Flagge hängt? Oder ist jemand, wahrscheinlich hat jemand zufällig Flagge gesehen, hat sie gepostet und dann hat sie Leute gefunden, ja. Weil ich meine, irgendwo eine Flagge ist, muss ja auch ein Post sein oder Leute sein. Musste fallen. Und so war das Real Life Capture the Flag Game eröffnet.
Lichter aus. Erst wurde das Wolkenmuster am Himmel analysiert und verglichen. Ja. Und dann hat man genau wie ich gesagt habe noch. Und die Zeit, an dem die Sonne auf und unter ging, dokumentiert. Oh, und ja, so kannst du die Gegend, in der die Flagge stand. Stimmt, so kann man das ja machen. Amerika ist ja riesig. Hat verschiedene Zeitzonen, wo die Sonne auf und unter geht. Hey, das ist voll schlau. Stimmt, gar nicht weit gedacht. Auf Ostamerika eingegrenzt werden. Im Hintergrund vom Stream hörte man außerdem Frösch. Heißt, die Flagge steht wahrscheinlich neben Wasser. Streng genommen einem See. Boah, Möwe. Und plötzlich flogen zwei Flugzeuge durch die Kamera. Bingo. Und daraufhin wurden die Flugzeugdaten analysiert. Gleichzeitig erforschten die Astronomie-Experten von... Hey, du kannst ja auch, stimmt, nachts die Sterne kannst du gucken und du kannst Flugzeugrouten online auch einsehen, wo was von fliegt. Hey, das ist voll schlau. Jo, das ist schon krass, also die Gesamtheit der Menschheit hat schon krasse Sachen drauf, muss ich schon sagen. Wenn die mal dieses Wissen und dieses Können mal auf gute Sachen stecken würden, dann wären wir so vielen Sachen geholfen, aber nein, sowas wird eigentlich benutzt. Von 4chan die nächtlichen Sterndaten von der Flagge. Und ein User fuhr schließlich in der nun noch weiter eingegrenzten Gegend herum und hupte mit seinem Truck, während die anderen im Stream prüften, ob ein Hupen in der Ferne zu hören war. Und ob ihr es glaubt oder nicht. Aber ein paar Stunden später schaffte man es schließlich, die Flagge runterzunehmen und auszuwechseln. Der wochenlange Kampf gegen Shia LaBeouf war gewonnen. Gegen Shia LaBeouf, aka Transformers-Typ. Wie funny ist das denn jetzt? Finde ich gut. Und hier rennt er weinend hinterher. Also. These guys are animals. I fucking love this. Das ist schon cool. Watch Frogs, ja. Der ganze Prozess von Flagge. Was wurde da gerade gezeigt? Ich hoffe nicht, dass das irgendwie gerade... Ich guck da nicht hin. Das wurde gerade nicht gezeigt. Nee, das habe ich nicht gesehen gerade. Das war nicht da. Nee. Aufstellen und Flagge wieder klauen lassen, sollte sich Wochen später schließlich nochmal irgendwo in Liverpool wiederholen. Wir müssen mal alle 3000 Hütten in Finnland mit dem Holzmuster vergleichen. Doch irgendwann war die Luft raus und das Spiel wurde durchgespielt. Und so wurde an diesem Tag eine Sache über 4chan gelernt. 4chan-User schaffen es, eine Flagge anhand eines einzigen Bildes von einem Himmel mit Hilfe von CIA-Taktiken zu analysieren und... CIA-Taktiken, so, was ist das denn? ...zu lokalisieren, aber nicht... ihr Zimmer aufzuräumen. Ja! Aber nicht jeder Raid. Vor allem sowas auch. Könnt ihr einfach ihr Wissen einnutzen, um irgendwie Krebs zu heilen oder irgendwas? Irgendwas, was sinnvoll ist, was die Menschheit weiterbringt? Nein, die machen sowas. Ich meine, wie krass wir drauf wären, wenn wir das Wissen für was anderes nutzen, dieses Kollektivwissen. Schwarmbewusstsein wäre schon geil. Raid von 4chan war so kontrovers. 2010 postete ein 4chan-User einen Flyer von einer Pinnwand aus einem Supermarkt. Gesucht werden Leute für eine Geburtstagsparty. Für diesen alten Herrn hier. Los Leute, sendet ihm alle Karten. Oder mehr. Er ist Kriegsveteran und wird 90. Er verdient alles. Eventuell wurde es dann von 4chan auch auf Reddit gepostet. Am 4. September fand die Party dann statt. Von zahlreichen Briefen bis zu einer Vielzahl an gemalten Bildern gab es jede Menge Beef Jerky, viele Cheerleader und einen eiskalten Mittelpunkt. Finger in die Kamera. Someone put it on the internet and we got hundreds of cards and gifts and flowers and balloons and cake. Okay, aber um das Video nicht mit so einer liebevollen Note zu beenden, es postete mal... wieso nicht? Ist doch schön. Och. ...mal ein 4chan-User ein Bild mit der Aufschrift Ab jetzt werde ich auf jeden Dollar einen Löwen hinzufügen. Ich frage mich, wie lange es dauert, bis ein anderer von euch Retards einzusehen bekommt. Auf einmal haben alle anderen auch angefangen, Löwen auf ihre fucking Geldscheine zu malen. Was? Dafür gab Löwen? Es keinen logischen Grund. Die einzig genannte Begründung war, weiß ich nicht, fick dich. Okay. Mit diesen Worten ist das Video beendet. Voll schade irgendwie, dass es kein schönes Ende hatte, aber okay, gut. Internet-Raids sind auf jeden Fall sehr weird und ich habe von vielen Sachen nicht gewusst. Mit Shia LaBeouf wusste ich halt echt nicht, ne? Also geil, wenn ihr Jules supporten wollt, Link in der Beschreibung zum Originalvideo und so. Alle raus, ciao. Ich bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Moment mal, da stimmt was nicht, stattdessen Bärenfell.